Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Let's Play von Witcher 3, The Wild Hunt. Nun mit der neuen DLC Hearts of Stone. Los geht's! So, ist ja schon ein bisschen länger her, dass ich das Spiel gespielt habe. Ich habe mich aber schon so ein bisschen wieder kurz reingespielt. Weiß natürlich jetzt nicht, ob ich wieder so gut in Kämpfen bin, aber. Ja. So, die Quest, also die DLC hat einen Umfang von 10 Stunden etwa. Market. Cradle, used but unworn. Need a bow to accompany me to a friend's wedding. Willing to trade a leaky pot for a cart? Writes these notices. Ah, da haben wir ihn wohl. Need a witcher. Any bloke willing to kill a monster, a witcher would do. Monster? What kind? Big, bad, ugly, squatching the sewers. If you're interested, drop by the Garren estate. Ask for Olgaid von Everek. He's the one ordered this posted. Hören wir sowieso mal alle. So. Okay, ist eine weite Reise. Ja, also in etwa 10 Stunden. Es wird auch ein alter Nebencharakter auftreten, den man bereits aus den Büchern und den Teilen 1 und 2 kennt. Obwohl 2. Kann die Witcher 2? Nee. Ich glaube nur aus 1. Nämlich die Chani. Das ist eine Heilerin. Kommt sie in den Büchern vor? Ich meine, sie kommt in den Büchern vor. Ja. Ansonsten habe ich noch nicht zu viel gelesen, da ich mich wie immer ungern Spoiler. Wichtig ist, glaube ich, sonst nichts. Ja, war alles gesagt. Ah ja, die DLC ist ausgelegt für Level 30. Also es gibt da... Wow. Wo waren Tränke? Nein, da nicht. Q erstmal. Und R. Ah, ja. Das wollte ich. Die Gegner scheinen hier auch ein bisschen stärker zu sein als vorher. Ist auf jeden Fall für Level 30 ausgelegt, wie gesagt. Und sollte auch erst auf dem Level gespielt werden. man hat die Option, zum einen, dass man das Spiel hier mit einem vorbereiteten Charakter starten kann, falls man noch nicht Level 30 erreicht hat. Dann kriegt man dann einen Level 32er Charakter, der einfach vorgebaut ist. Ansonsten kann man es natürlich New Game Plus machen und aber auch einfach einen alten Spielstand laden, ne? Wenn man ein neues Spiel macht, dann wird diese Quest hier direkt nach dem Prolog freigeschaltet sein. Macht man hier am Anfang Ochsenfurt? Weiß gar nicht. Ja. Das ist ein Drecksack. Puh. Hey! Bin ein Held. Gar nicht mehr daran erinnern, ob ich mich vorher auch so angestellt habe. Bestimmt. Area liberated. Oh, das war die flammende Rose.
würde jetzt gerne alles aufnehmen, aber ich glaube, ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Traurig, traurig. So ein Schmied oder Händler wäre jetzt mal cool gewesen. Ah, da ist ein Händler. Perfekt. Ich glaube, ich habe nämlich noch von der Hauptquest ganz viele unnötige Sachen dabei. Show me a way. Was? Das Schwert ist sofort einfach mal stärker als meins. Okay. Ist nichts von verkaufen. Oh, ich verkaufe immer so ungern grüne und goldene Sachen. Der Sammler. Wie, der hat kein Gold mehr. Ist super. Was soll denn der Kokolores hier? Was ist er denn da? Nee. Halt nicht. So, jetzt fehlt mir eigentlich nur noch ein Schmied, der endlich meine Sachen reparieren kann. Das hat nämlich schon 61 weniger Damage. So, du bist eine Level 35er Waffe. Ach so, deswegen. Die 26, die 29. Mach 17. Ja, okay. Blub, blub, blub. Muss ich vor allem mal ein neues Equip haben. Ja, vom Titel her Heart of Stone würde ich jetzt mal vermuten, es geht um Golem. Aber kann ich mich genauso gut mit irren. Ja. What's going on there? Nichts, nichts. Ist jetzt halt eine von zwei großen DLCs. Zusätzlich zu den 16, die kostenlos rauskamen. Ne? Und die andere ist ja die, für die es von Anfang an, glaube ich, einen Trailer gab. Die mit den Vampiren. Ne? Die freue ich mich ehrlich gesagt mehr. Obwohl das natürlich schön ist, hier mit Charlie nochmal zu spielen. Schon lang her. Dann war Teil 1. 10, 15 Jahre, glaube ich, ne? Einmal dazwischen. Jojo, lang ist her. War echt genial damals. Dass ich den. Moment, wie war das? Ich habe erst angefangen, die Bücher zu lesen und dann habe ich die Spiele gespielt. Ja. Black Pudding cures any hangover. You've seen war, mate. Also Bösewicht ist hier irgendein Gauner. Kann gut sein, dass das also der Bösewicht ist. Hey, mate. Your mug's not familiar. What is it you want? Looking for old Geert von Everick. Ah! That'll be inside. Starker Dialekt. Seine Papierzeichnung gekillt, super. Oh, tätowierte Leute. Olgierd von Everick. I'm looking for him. None here by that name. Can't help wondering. Who are you? Who do we look like? A crew of cutthroats? Or a band of former soldiers who got lucky? Ah, but that's where you err. Because we're sons of nobles, all. And daughters. So, gonna tell me who you are, precisely? The Redanian Free Company. The Wild Ones, folk call us. Owing to the boar in our coat of arms. Uh-huh. Moment mal, die Textsprache ist ja auf Englisch. Das stellt sich bei jedem Patch um. Ich muss das wieder ändern. I was told I'd find old gear back here.
Someone's made an arse of you, brother. So maybe you can make up for that and help me, brother. Something tells me you and me have got different mams. All right, Ungus, you've had your fun. I'm Olgierd. Tell me, what brings you here? No, no, I'm Olgierd. You? Not likely. I'm Olgierd. You folk are a hoot and all, and I'd love to stay for more laughs, but time's short. Whoa, shit just got. Wie sein Haar wieder am Wehen ist. There's a monster in the sewers. Seems Olgierd von Everex offered a bounty on it. Shit was serious from the start. Goes without saying with a Witcher. How's that? The purge you lot of emotion. It's why you're all stiff. Hey, you think they shoved a long pike up your arse? Ach, ihr Unnötigen. Just so done. Weathered a good bit as it is. I'm impressed. Come on, I'll take you to Olgierd. Zieh dein Messer und du bist tot. What do they call you? Geralt of Rivia. Bit of advice, Geralt of Rivia. Once you meet Olgierd, try and pique his interest. I gotta pique his interest? He's the one wants a monster dead. Aye, but he don't need you to kill it. So, you want this job? You gotta grab his attention. And you want to get bored mighty quick. Ottoman, sir. You've a guest. Do you know what types of sculpture fetch the best price? Oder jag ich eine Medusa. Statues of deities, busts of kings, and nudes. And what have we here? A naked wench. Wahrscheinlich nicht. What do you think of her? Frankly, gotta say I prefer the work of Pax Gernst. Ah, the Kaveri School. Are you an Oxenfurt man? No. Know some folk who graduated from there, though. I used to like Botticelli. The life he could breathe into a chunk of cold stone. But I look at it now, and it seems just a rock, ideally proportioned. Not a flaw on its surface. Painfully perfect. As lifeless and boring as a boulder at the roadside. That's better. More interesting, at the least. Very well. And now to the matter. Ja, danke. Let's rejoin the company. Partake of some refreshment first. Ataman Olgierd, long may he live! Long live the Ataman! Long live the Ataman! Long live the Ataman! Come and drink with us! Well, we haven't a choice now. Das hätten wir vorher einen gehabt. Fetch us some wine, dear. And a nibble or two. Oh. Das ist aber ein bekanntes Kunstwerk hinter ihm. Ja, endlich über den Vertrag. Know anything more? I've no clue what it is. Only that it's deadly. I'd not have bothered had my cook not become its victim. Oh, the way she prepared game had no equal. That why she was in the sewers? To fetch game? Nay. She went to a fair with a sister or cousin. Matters not. Daft wench convinced her a prince transformed into a toad lives in the Oxenfurt sewers. And you know women. Each craves a prince and will wade knee deep through shite to get him.
Vissi was no exception in that respect. Ich muss echt auf Deutsch schreiben. Never to return. Wasn't the first, it seems, either. Hey! Leave her be! Is that any way to treat the lord of the manor's daughter? Apologies. Now, where were we? Oh, yes, the contract. So, you'll check it. Lass uns doch über die Belohnung reden. Formality to resolve first. My pay. Never you mind that. Return with the beast's head, and you'll have leave to take anything you wish from here. Awfully generous. Still, I'd prefer to agree a specific amount. Oh, fine. How much would you like? 300? 400 crowns? 450. Agreed. And that'll be in addition to whatever memento you wish to take. Janitor. Consider the beast gone. Confident? Bring me its head, and the reward shall be yours. Zoom, Nahaufnahme. Okay, einen Moment, ich möchte kurz die Sprache umstellen, damit alles leserlicher wird, ja? Bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Oh. Okay. Kommt jetzt der Gegenspieler? Nein, tu es nicht. Papers. Name's Geralt. But I'm gonna call you Puss Papers. That a problem? Ja. Get to the point. Darf doch nicht mal ja sagen. Potentially lucrative Puss Papers. Someone's killed me mate. Name was Clivert. You're to figure out who did it. Then cut the bugger's head off. Why not avenge him yourself? Seems like you all relish swinging your sabers. Aye, we do. And if I knew who'd axed Clivert, I'd have gutted him ages ago. Thing is, I don't. But you see a lot with them puss papers. You'll track him down. Keep talking. Clivert dealt Fistech. A few days passed, he rode to Bowden to take a delivery. Never came. Been there? Actually seen his corpse? No. But Clivert was one damned reliable orson. We was to meet. He didn't show. Can only mean he's dead. Find the bastard who did this. Find him and kill him. I'll pay top coin. Need to think it through. Clivert's got a scar on his forehead, not unlike yours. Spot that, you'll know it's his body. Said I'd think about it. Know what, Puss Pete? One look at a bloke and I know what he's made of. Do what I ask. I bet anything on it. Look for me in Oxenfurt. The Alchemy Inn on the main square. Du musst nicht so brüllen. Ob ich wohl später gegen die kämpfen muss? Hey, Plätze! Ach, jetzt habe ich gleich den englischen Namen geguckt. Wow. So, ist aber ein verdammt weiter Weg. Ah. Was wäre ich ohne die Kreuzung? Aber war 26.000 habe ich. Bin ja reich. Okay. Mit diesem Auge habe ich irgendwie nicht sehr viele Illusionen aufgelöst. Bestimmt gibt es noch voll viele Easter Eggs, die ich aber nicht gefunden habe. Wer weiß, ne? Wer weiß. Du solltest Wachen nicht reizen. Wenn du sie provozierst, rufen sie dich gewahrsam zur Ordnung und knöpfen dir im Bußgeld rufst du irgendwas. Ich töte die einfach alle. Oh. Map, warum lädst du nicht? Ja, ich meine, so schwarz ist auch schön. Immerhin ist ein weißer Kegel da. Sehr
gut. Why there? What for? Life kick you in the ass? Not enough. Terrible beast prowls the city. Down, 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 down. Best of all, you all together. Devoured dozens of maidens, folks. And many of all fighters got in and never come out. Warum klingt der Mann so, als würde er neben mir stehen? Ah, schöne Dunkelheit. Moment, so. Da lang geht's. Nicht mehr so schöne Dunkelheit. Ah? Bootprints. Large. Man's most likely. Only women came looking for the cursed prince. A woman's prince alongside. Single set. She came alone. Sie wurde umgebracht. Was? Sogar ertrunken halten mehr aus? Gab es irgendwie ein Balance-Patch oder so? Von dem ich nichts mitbekommen habe? Oh. Was ist denn das? Der Prinz ist tot. Oh, no, you don't. Hear me. Don't you dare. Bah, ist das nicht eine schöne leuchtende Klinge? Ah, wunderschönes Schwert. Shani. Geralt? Ha, da ist er. What are you doing here? Trying to save his life. Help me. Shani, calm down. He's dead. I'm sure something can be done. Let it go. Damn it! You did all you could. Hi, Johnny. Thanks, Geralt. It's, good to see you. You too. Lost track of you after I left Vizima. Where'd you go? What have you been doing? Long story short, I've been treating the sick and wounded, as always. Mainly at my clinic in Oxenfurt. But in Redania, I'm called on to help the army at times as well. I'll want to hear the long story long, too. Sure. But, once we're out of these sewers... Redanian army forced you to come here, too? Were you just down here for a pleasant stroll? Got our orders this morning. I came down here with a whole unit, but... something attacked us. Also sie ist quasi so... Also nicht Zauberin oder so, sie ist einfach nur... weiß ich, eine Pflegekraft. Versucht mit Kräutern alles zu heilen. The soldier. His name was Nalls. Supposed to go on leave next week. Now he won't. Nor will the rest of his... How many were they? A whole squad. Six brave boys. All dead. So nicht. What attacked you? Das ist ja wirklich eine Art Prinz, der nur Männer tötet. I started running as soon as it appeared. It was huge. Spat venom and made these smirking sounds. Totes Vibe. Wie heißen die nochmal? Doesn't sound like a major necrophage or a pack of drowners. No. This was one thing. Big, but one. Somebody threw a torch at it. Monster couldn't have cared less. All right. Not afraid of fire. Why'd they send you down here? Only if it's not confidential, of course. I need a venom sample. From the beast that prowls these sewers. Super. It doesn't just kill those who come down here, you know. The water in so many wells is contaminated. Folk are getting ill. Plan to kill the beast. Bring you a sample of its venom after I do. Nice of you to offer. But I'd rather go with you. Collect the sample myself. Creature's dangerous. You saw what it can do. I'm a big girl, Geralt. I can take care of myself. Yeah. And you know I'll get my way, so don't try and talk me out of anything. Fine. Your choice. So sh-
Show me where the monster attacked you. Appa. Ich will auch noch looten. Grating's badly bent. Something large struck it. Looten. I shot it as I fled. The monster must have slammed into it. Glad it held up. Though now we need to find a way around it. Nope. Is it worth such a sight? Actually, just hoping the monster's blow weaker for the wall. Monster might still be here. Hey, careful, be careful, be careful, careful, careful. Okay. Machen wir schon mal meinen Quendrop. Ist das derjenige, der die Fackel geworfen hat? Soldiers from your escort? Yes. That's them. Vern, Miklas. Oh, poor boys. Beast doesn't play around, apparently. Was ist auch he nicht. Saved my life. Know them well. Him, I met this morning. But Vern and I served together at the Battle of Dorian. Miklas only enlisted this Yule. Sorry. Once you kill this beast, we'll have to send someone down here to collect their bodies. Yeah. What exactly happened? We came in here and Miklas started looking for tracks. Then drowners attacked. The men made quick work of them. But Franz was injured. His leg. He and I stayed behind. I tried to bandage him up while Nalls stood watch. Then that beast appeared. Nalls pushed me towards the exit and ran at the monster. I turned around and saw him lying there, covered in a sticky substance. I ran back to get him, then dragged him. Where was the monster? Miklas and Vern had driven it away from us. Managed to get a look at what attacked you? Everything happened so fast. I didn't. Warum wiederholt er die Fragen? Schleimig. Ein Blob. Es war ein Blob. Gotta look around. Man you patched up, is he here? Franz? I don't see him. Think the monster might have dragged him off? Could have. Hmm. Beast probably crawled in or out through here. It's deep. Lower level of the sewers has been closed off for years. But Vern, the commander, had a skeleton key. See if I can't find it. Oh, was ist es? Dicht weggeschmissen? Ja, nehmen wir doch mal alles mit. Slash wounds made by a blade. No monster did this. Gibt jetzt übrigens so eine Art neue Händler. Got the key. Let's get going. Der das ganze Equipment verbessern kann. Irgendwas ist wieder mit Runen. Kann ich F5 speichern? Ja! Wunderbar. So. Nothing ventured, nothing gained! Are you alright? I'm fine. I can't get down this way. I'll look at you. Be careful. Hatte ich nicht so einen Skill, dass wenn ich ausweiche, ich nicht getroffen werde? Ah! Niemals! Bisschen dunkel hier unten. Da ist kein Monster mehr jetzt, chill doch mal. Wo ist denn hier ein Monster, hä? Huh? Ach da. Jetzt mal entspannt? Nee, natürlich nicht. Ah. Was ist eigentlich aus meinem Fan-Bonis geworden? Eigentlich müsste das doch voll zurück attackieren.
Cutscene. Geralt, are you all right? Nein. I'm fine. You? How'd you get in here? I squeezed through those bars. Hm? Look, it's Franz. Franz and Hans. What's left of him, you mean? What kind of beast would do that? Das Bein fehlt ihm, ne? Does that mean anything? Well, means our monster doesn't attack them. Seems they get along with whatever's prowling the sewers. Some kind of symbiosis. Ja. Alles symbiotisch. Ja. Interesting. What? Franz had a leg wound, right? Mm-hmm. Just above the knee. Managed to apply anything to it? Yes. Some spirit, but that was it. Why do you ask? Es liebt Alkohol. Franz's leg is gone. Monster must have chewed it off. Other bodies were untouched, except for the wounds they sustained in battle. Are you suggesting the beast likes alcohol? Mixed with blood. Doubt we'll learn anything else here. Man sagt Geschmack. Right behind you. Ja, so. Jetzt wollte ich aber noch zu dem Loot, der da. War der hier oder? Super, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ich bin vergiftet? Ah! Werden zu viele! Ja, Quinn. Nein! Dieses blöde Gift. Jetzt auch noch der Alkohol. Ich müsste das Monster jetzt angelockt haben. Ich blute und trinke Alkohol. Ach, da bist du. So, ich habe keine Heiltränke mehr. Na, da haben wir noch was, Schwalbe. Das war die kleinere Schwalbe, was soll's. Leben, ne? A woman must have come here hoping to find her prince. Okay, es wurden noch Frauen getötet. Redanian soldier came down to hunt the beast alone, maybe. Fool. Ah, Fool, Mensch. Chemistenpulver. So, hier wollte ich jetzt aber noch gucken, genau, wegen dem. Was sind diese Runensteine? Und ich glaube, die zählen bei dem neuen Händler dann eine Rolle. Oh. Another unfortunate romantic came to lift a prince's curse, found a hideous death instead. Loads of slime here. Enough for your sample? It'd be more than enough if it wasn't contaminated. So. Loads of slime here. Enough for your sample? It'd be more than enough if it wasn't contaminated. Shani, can you get your sample here? Sure, along with a bunch of dirt, rubble, and drowner droppings. I need a clean sample. From the lair, that'd be best. Yeah, yeah. Watch out. Move! Boom. Warum sollte man überhaupt die harten Schläge benutzen?
soldier. Came down to hunt the beast alone, maybe. Another unfortunate romantic. Came to lift a prince's curse. Found a hideous death instead. Ist schon klar. Dead drowners everywhere. Strange. Seemed the monster tolerated them. As long as they don't get too close, I guess. Haben wir das Monster gefunden? Decaying corpses, slime everywhere, and that stench. This has to be the lair. Fresh and moist. Beast was just here. I'll collect my sample. Huh. All the tunnels and corridors converge here. Uh-huh. What now? Bombe. To lure the beast. How? We don't even know what kind of monster it is. No. But we do know it likes a blend of blood and liquor. Just so happens I've got some alcohol on me. Well, I hope you don't plan to cut yourself or... Relax. Plenty of bodies. I'll use one of them. Sample you collected enough? Hope so. But I'd still like to get some pure venom. Once you've killed the monster. Does that kind? Still an antidote? No use for it once the beast's dead. Not true. I have a few poison patients on hand. Besides, I can study the venom, test it, maybe discover some interesting properties. Vielleicht für Tränke für mich. I'll get to work. Hmm. I doubt I'd be much help in the fight, but you might need me afterwards. I'll look for a hiding place. You'd be better off waiting for me up top, or back home. But... No buts. Wait in the passage for now if you have to, though I'd rather you didn't. But when the monster shows, you run for the surface. Ugh, fine. Shani, look at me. Promise you'll stay out of it. I promise. Good. Now go hide. Be careful, Geralt. Ah, es werden Lieder und Sagen von mir schreiben. Hm, da ist ein Toter. Und da auch. Und da auch, ja. Und es ist kalt. Boah. Bitte nicht irgendein Monster, weil ich nur im Licht bekämpfen kann oder so. Auf jeden Fall in der DLC um einiges mehr Cutscenes, ne? Muss man schon sagen. Also jetzt in der Relation. Was ist denn da für ein Alkohol? Ja, komm. Meditieren. Habe ich alle meine Tränke wieder. Ich wette, ich habe sie nicht alle wieder. Der Boss ist auf dem Weg. Ah, Frosch. Aber noch erkennen können. Na, er hat einen Fernkampfangriff. Ernsthaft? Ah, was nehmen wir denn hier noch? Super. Bringt mir jeden ja viel. Ja.
Verdammt, dachte ich jetzt rechtzeitig springen gedrückt. Au. Oh, jetzt hat er aber eine Kombo hinbekommen. Nein. Was? Verdammt, 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 verdammt. Ich hasse Gegner, die ganze Zeit abhauen, ne? Lieber Nahkämpfer. Ich bleib lieber hinter ihm. Oh oh. Ich brauch Tränke. Komm doch! Ich hab ganz viel Alkohol in mir drin. Ich brauche Tränke. Nein! Hör auf rumzuspringen! Blöde Kröte! Ach ja, ist übrigens auch eine Kröte, kein Frosch. Ach, vergiftet! Oh, was? Ach, das war mein Bluteffekt, ne? Ich habe jetzt einen Skill, dass sie bluten. Schön. Mach das ganze Gift über deinen Körper. Und jetzt kommt Chani dich retten und... Es war doch ein Prinz, der in eine Kröte verwandelt wurde. Was zur Hölle? Die Wehrkröte. Halavath, Galavekar. Gladarash Isle Wut. Das war der Haustier. Ah, vielleicht war es wirklich der Prinz von diesem Königreich. Oh, diese Ironie. Und jetzt legt man ihn nackt dahin. Die Perverslinge! Okay. Immer nur T-Shirt weg. What's going on? Ah, he's finally come to. And he can speak human, turns out. Started thinking I'd not conversed in common the whole way, except maybe with my reflection in the piss bucket. Ist auch interessant. Where am I? On the Albatross, or the Fakbarth Isle, as their strange tongue has it. En route to Ophir. Don't remember signing on as a sailor. Oh, you didn't, mate. They dragged you aboard. Seems you killed their prince. Toad in the sewers. Damn it. Should consider myself lucky, I guess. Could have killed me on the spot. Depends how you look at it. Happen to know a bit of a theory. Heard them saying they come here on a mission, dispatched by their king to find their prince, lift his curse. Wagered their honor, and that of their families 5 generations back, that they'd bring him home, safe and sound. And I killed him.
Great. So, must think they can save their honor by bringing the prince's murderer back to face the king's justice. Listen, there was a young woman, a medic. I don't recall seeing anyone of the sort. You were alone. Good. Means she managed to flee. Hopefully made it home. You know, Riley. Not that long. Though, on the other hand... But what's it matter, any road? Matters a lot. If they're hauling me off to hang me, I'm not in a hurry to arrive. Hey, I'm glad to be silent to a fear. I hear they got wild horses there. White, with black stripes. Always wanted to see one there. Sure they're not black horses with white stripes? Nay, black horses with white stripes they got in Zanguebar. That I'm sure of. And I wollte gerade einen alten Witz bringen. Felipe Caligrand at your service. Petty thief, professional fence. And your guide about Oxenford. One of a bit of time. And why are you here? You kill a prince too? Well, to their thinking, I had a hand in this one's death. See, I was their guide. Led them down into the sewers. But not until after you'd cut their prince's gut open. Sorry about that. Not your fault, mate. When all said and done, I could have sat on my arse in the alchemy playing Gwent. Didn't have to brag about knowing Oxenford better than my own breeches. No. Tried to break out yet? Butterfly effect. Used every ounce of charm I got. Nothing doing. Might be my Aferi's rusty. My Aferi's non-existent. Well, we'll be at sea at least a month. I'll teach you something that time. Elkal Oriyal. What's that mean? Told us to shut up. There's been a misunderstanding. Can I talk to your captain? Elakal Sorkan. Galavat Kar U Albata Agel. Also, es ist quasi so was wie das ägyptische Reich. Our prince, and you'll pay for that. Gilea Balar. Kar Vereshener. You'll be dead already. Rev Hagar Ne Aram E Kar. Dorgate Ye Alami. We swore an hour. How do I say? Take me to your captain. Faith alake ul irulath. What? Elkal! Vyoth. Vyoth. Alake il echali. Elkal. Inkal avr ikel ugeherevn ul vitar. Inch avar goliath. Das hilft mir nicht weiter. What just happened? What did he say? Said to sit quiet. And that you'll hang in 2 weeks. And then he added something like, we'll see who's in the mood for jokes then. Why? What did I say? That you wanted his auntie's hat. That was the gist in your open. Great. No point talking to that one. All you get is angry gurgles. And they puff up. Tja. Notice? Das wollte ich auch sagen. What's it they're called? There anyone here who speaks common? Ah, there's this mercenary with him. Looks Adanian to me. He's the one recruited me to show him through the sewers. Oh, and the mage what leads them knows a bit. Heard him talking. But I doubt either will talk to you. I was you. Catch some shut eye. Not go on flapping my tongue. Got a long voyage ahead. Wir wollten einen zum Reden haben, hm? Sleep's not what I need. Someone I can actually communicate with. That's what I want. Wo? Wen haben wir denn da? Greetings, Geralt. Remember me? Ich bluff mal und sag ja. I remember. We met in White Orchard. You're... Gaunt Arodin. Known also as Master Mirror. I helped you find your Yennefer. Da klingelt's nicht, ey. We meet again. And it seems you need my help again. Heard a noose awaits you. That is, if this slot doesn't kill you first. Haven't tried it yet. Doesn't look promising. Not unlike your situation. I could try to extract you from here, you know. Because you do wish to disembark, do you not? Yeah, sure.
And what on earth could you? Oh, more than you'd ever expect. I shall help you, Geralt. But before I do, I must know you'll return the favor. Was willst du, hä? Right. Can't possibly get something for nothing. Indeed. When all's said and done, I am a merchant. So, do you want my help? Yes. It's a deal. Once it's all over, we shall meet at midnight at the crossroads, meet the willows near the village of Yantra. Ah, and I must give you something to remember me by. Is that a mark here? What's that? A mark to show we're associates. Hmm. Who are you gabbing with? With no one. Oh, never like boat. Not one bit. Huh. Behave like devils. Make me stomach churn. Oh, it'd be prime to sleep through the whole thing. Ist ein starker Magier. Oh, das war sehr hilfreich, danke schön. Bring mich doch einfach um, dann bin ich auch vom Schiff runter, ne? Aber cool, ich wäre gerne in dieses ähnlich ägyptische Reich gefahren. To Ophir, get us safely. The king's reward will be generous. What about the prisoner? Before the king we must bring him. On doing so, my honor relies. Hmm. Just bring your king the bastard's head? Like we're doing with the other? The other dropped. We could do nothing. We delivered live this one. Ah. Apart from all else, the hell the king is sure to condemn him to. I wish to see. Na, so schnell geht das, ne? Haring, flaying, da haben wir den Söldner. Bah. Oh nein, ich muss kämpfen. Ach ja. War jetzt so eine lange Pause, da bin ich jetzt hier gar nicht mehr gewohnt zu kämpfen. Bam badam bam 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 bam. Super, ein Sandmagier. Du kannst einen Fall mit einer Rolle anfangen und den erlittenen Schaden. Der gehört vor der Landung. Ja. Oh, sehr schön. Ich hab meine Tränke wieder. Komm. Wie jetzt? Willst du mich verarschen? Du willst mich da verarschen? Okay, töten erst die anderen. Autsch. Nein! Oh. Ja, warum? Warum trifft er mich denn trotzdem? Oh. Ich hab mich mal eingefroren, ne? Ich liebe mein Schwert, ich liebe mein Schwert. Also das bei Sandleuten effektiver. Das ist erstmal wieder der Blut-Effekt. Wow. What? Kannst du also doch Zauber machen. Und nicht nur weglaufen. Er hat doch gecheatet! Aber sowas von... Ah. So. Ich denke mal, ich muss irgendeinen Zauber benutzen. So wie Quen oder... Igni. Oder Axi, wer weiß.
Deswegen, ich skippe jetzt kurz, bis ich wieder das ganze Fußvolk erledigt habe und schalte dann wieder dazu, wenn ich gegen den Magier kämpfe. Ja. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Jetzt wird mal ausgetestet. Wow. Also, erstmal mit Quen. Autsch. Gut, dass er gar keine Zauber hat, die ich nicht blocken kann. So, mal wieder den Stand erreicht. Oh nein, 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 nein. Ich habe auch gesehen, dass es optional ist. Ich muss die gar nicht bewegen. Aber jetzt, wo ich mal hier bin. Oh, was soll denn der Kack? Was soll der Kack? So, Moment. So, ja. Ne, das ist das stärkere Silberschwert, so. Aber ich hatte doch ein neues Stahlschwert, genau. So, jetzt erstmal Ausweichphase. Nein! Ich hasse den Wirbelsturm. Ich erkenne es nicht, wenn er es macht. Ich weiß, man kann es erkennen. Aber lass mich doch in Ruhe. Ja. Verreck! Ja! Bam! Du kleiner Drecksack. Das lohnt sich doch nicht mehr. Wenn ich dachte, mir soll dann tödlich stehen, dann kriege ich voll die schöne Belohnung. Aber nein. Das ist alles kacke hier. Geht ja gar nicht. Der Söldner hat auch nichts, gut. Warum auch? Ja, ein paar Runen, vielleicht lohnen die sich zumindest. Ah. Ja, schöne Gegend hier, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ach, hier. Wir segeln seit einem Monat und wir sind von hier nach da gekommen. Mensch. Wenn sich das mal nicht gelohnt hat. Ach, das Schiff kann ich ja noch durchsuchen. Na, hier haben wir eine Truhe. Mit Dingen, die mich nicht interessieren. Und ich kann nicht aufs Boot. Ach, wäre auch so schön gewesen. Ach ja, ach ja.
Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwas ist. Ich denke mal nicht. Sieht nicht wirklich so aus. Naja. Oh, ich hätte ja auch mal im Kampf hier Rüstung anziehen können. Ne? Gut, aber das ist jetzt erstmal alles nebensächlich. Bin leider schon weit über der Zeit, aber was soll's. Das war's mit diesem Teil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sieht auf jeden Fall nach einer vielversprechenden DLC aus. Also, was jetzt vor allem den Kampf gegen den Magier und gegen die Kröte anging. Komplett neues... Also, die Bosse sind sehr abwechslungsreich auf jeden Fall. Die haben schöne neue Fähigkeiten, die sich mal von der Masse auf jeden Fall unterscheiden. Und waren auf jeden Fall auch relativ herausfordernd. Ne? Ja, also mir gefällt es soweit. Ich freue mich auf die nächsten 9 Stunden, die prophezeit wurden. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.